Ihm hat der KSC diese Serie zu verdanken. Trainer Markus Kalczynski heute auf Krücken, weil er sich im Trainingslager die Achillessehne am linken Bein gerissen hat gegen Bielefeld. Schwere Aufgabe, Fabian Klos, der Topscorer der Liga in den Reihen der Arminen, 14 Mal bereits getroffen. Verhaltener Auftakt gegen defensiv eingestellte Bielefelder. Danny Blum sucht Ruven Hennings, der KSC mit zwei Spitzen, Hennings und Van der Biesen, 10 Minuten gespielt. Bielefeld äußerst zurückhaltend. Das ist Schütz. Klos, fein weitergeleitet. Hille. Hille Mauersberger fälscht ab. Olishausen ist da. Erste Annäherung der Arminen. Die gewinnen sollten, will man oben noch ein Wörtchen mitreden. Stefan Krämer, Bielefelds Trainer, greift gegen den KSC zu altertümlichen Mitteln. Er lässt den badischen Spielmacher Çalhanoğlu Mann decken, durch Riese bislang mit Erfolg. Wieder der KSC. Danny Blum, der ist schnell, der ist trickreich. Danny Blum von Sandhausen ausgeliehen. Knappe halbe Stunde gespielt. Der Tabellenzweite mit reiferer Spielanlage Mitte der ersten Hälfte deutlich überlegen. Farnhagen. Und wieder völlig frei auf links Danny Blum. Und da kommt der 19-jährige Farnhagen relativ frei zum Kopfball. Farnhagen spielt als junger Mann auf der Sechserposition eine klasse Saison. Danny Blum, sehr agil, immer noch Blum. Schwache Hereingabe und Riese mit dem Foul gegen seinen Schatten Çalhanoğlu. Bislang allerdings Hakan Çalhanoğlu abgemeldet. Freistoß KSC, 9 Tore hat der 18-Jährige erzielt. 5 durch Freistöße, dieser nicht schlecht, aber nicht gut genug. Nächste Woche wird Hakan Çalhanoğlu 19 Jahre alt und im Sommer wechselt er zum HSV. Nochmal die Arminia, der eingewechselte Test droht. Gegen Farnhagen, Akpoguma mit dem Fehler, da ist Hille Olishausen. Und nochmal die Arminia Strifler, die beste Möglichkeit der gesamten ersten Hälfte. Da war deutlich mehr drin für die Ostwestfalen. Der KSC zwar überlegen, aber so ganz rund läuft das Spiel seiner Mannschaft noch nicht. Für die zweite Hälfte gibt es noch deutlich Luft nach oben. Nach Wiederbeginn der KSC druckvoll. Klingmann. Peitz. Van der Biesen. Und Farnhagen, der 19-Jährige. Viel freier kannst du nicht zum Schuss kommen. Farnhagen bislang noch ohne Torerfolg. Und jetzt wissen wir alle, warum das so ist. Wieder der KSC, Freistoß, Çalhanoğlu. Und Platin segelt am Ball vorbei. Mauersberger überrascht vom Fauxpas des Bielefelder Torwarts. Der KSC jetzt übermächtig mit Chancen im Minutentakt. Çalhanoğlu. Noch leicht abgefälscht, Pfosten. Abgefälscht dieser Freistoß von Rahn. Eckball für Karlsruhe. Akpo Guma völlig frei. Patrick Platins. Bielefeld findet nicht mehr statt. Es geht nur noch in eine Richtung. Gordon. Peitz total frei, aber der sucht Van der Biesen und findet nur Torhüter Platins. Karlsruhe macht zu wenig aus seinen Chancen.
70 Minuten vorbei. Starkes Pressing des KSC, Ballverlust Bielefeld, Danny Blum, auffälligster Akteur beim KSC, schneller als Tom Schütz, van der Biesen, Karlsruhe moniert Hand. Schauen wir uns gleich nochmal an. Keine Bewegung des Arms von Appia zum Ball, kein Elfmeter. Richtige Entscheidung, weiter 0:0. Viertelstunde noch. Und wieder ein Freistoß, Calhanoglu. Gordon, Platins, wow! Super Parade von Platins. Bielefeld wankt, aber fällt nicht. In der Nachspielzeit holt sich Danny Blum nach diesem Foul die gelb-rote Karte ab. Aber keine Tore im Spitzenspiel. KSC gegen Bielefeld 0:0. Wir haben jetzt 10-mal in Folge gewonnen, hatten auch hier und da das Quäntchen Glück. Heute haben wir viele Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich richtig gut gespielt, aufs Tor gespielt. Wir wollten hier gewinnen, haben alles dafür getan. Schiedlich, friedlich trennt man sich. Bielefeld glücklich. Der KSC kann mit dem Punkt leben.